Willkommen zurück zu Let's Play Sibasusum in LS17. Ja, es geht weiter, unser Abenteuer auf dem Land. So, wir haben in der letzten Folge uns einen neuen Trecker gekauft, uns die Saatmaschine vollgetankt. Und jetzt würde ich sagen, bringen wir sie mal gleich in Stellung, dass wir gleich loslegen können. Nicht senken, ich wollte die Plane zumachen. So, dann sieht das doch gleich besser aus. Warum öffnet denn der die? Gab es da irgendwas? Ach ja, wir sind an unseren Saatgut-Packs vorbeigefahren. So. Nee, die. Wir machen, würde ich sagen, so das. Wir machen die 16 noch. Die 16 mit Mais. Ich würde sagen, ich bin ja auch nicht so der Freund von, dass jedes Jahr das Gleiche auf einfällt, das Gleiche. Wir werden einfach in der nächsten Saison werden wir was anderes drauf pflanzen. Dann werden wir das mal umdrehen und dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal, wie wir dann hinkommen. Wenn wir jetzt auf viel Weizen gehen, müssen wir mal gucken, wie viel Weizen überbleibt. Was wir dann nächstes Jahr anpflanzen, weil man muss ja mal weiterdenken. So, unser Kollege, der braucht gleich ein bisschen Weizen. Jetzt ist er gleich leer. So. Wenn ich mich nicht ganz getäuscht habe, müssen wir hier runterfahren und hier müsste gleich Feld 16 kommen. Ja, ist okay, wir kommen gleich. Wir kommen gleich. Ich fahre nur mal schnell zu unserem Feld. Feld 16 ist hier vorne. Okay. Ich weiß gar nicht, wo hier Blinker ist. Nee, das war Warnblinklicht. Okay. Wir lassen das einfach mal mit Blinker sein. Okay. Boah. So. Dann wollen wir mal kurz rumspringen. Ach komm, wir fahren einfach mal schnell hin. Nächstgelegenen. Nein! Was war das denn? Mist. Wir müssen auch noch was ausmachen. Schnellwachstum normal. Pflanzensterben aus. Wir haben ganz vergessen, den zu speichern. Zack, 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 zack. Das ist eigentlich alles noch drin. So. Dann wollen wir mal schnell. Oh, hier wächst es ja schon. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da müssen wir hier mal ein bisschen am Rand lang fahren. Wir haben keine Pflanzenzerstörung drin. Jetzt würde ich mal sagen, das könnten wir eventuell mal. Das könntet ihr mir ja auch mal sagen, ob ihr das auch mit drin haben wollt. Können wir jetzt hier so oft tanken? Wir testen es mal. Das geht bestimmt nicht. N. Wir machen es hoch. Okay, geht nicht. Dann müssen wir. Dann machen wir das anders. Fahren wir da ran. Dann müssen wir es halt drüber heben. Ist okay. Stört ja nicht. So. Und. Oh, ist das alles schon dreckig. So. Und. Nein. Nicht umfallen, nicht umfallen. So, dann werden wir mal ein bisschen Saatgut nachkippen. Runter, runter, runter. Das war wieder nichts. Ach, irgendwie spinnen die Paletten immer. So, wir sind jetzt nicht auf dem Boden. So, das hat gepasst, das war perfekt. So. Warum geht da nichts rein?
Ging doch vorhin Ast rein. Ach. Ja, okay. Kein Wunder, dass das nichts wird. Das ist ja der Dünger. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wenn wir das anheben. Nicht da rückwärts reinfahren. Sondern direkt an den Saatgut. Ich glaube, das geht trotzdem nicht. Ich teste es trotzdem mal. Das habe ich ja voll nicht aufgepasst. Oh, das geht doch. Sehr schön. Ablassen. Brauchen wir bestimmt nachher nochmal. Aber warum kann ich denn das jetzt auffüllen? Und vorhin ging es nicht. Aber wir brauchen noch einen. Wir brauchen noch einen. So. Gucken wir mal, so ist auf dem Boden, so ist gerade. So müssten wir perfekt runterkommen. Saatgut war rot. Das ist auch noch Hackschnitzel. Ey, ich werde nicht mehr. Ich habe nicht aufgepasst, ne? So, Hackschnitzel, das stellen wir jetzt erstmal kurz daneben. So. Saatgut. Noch weiter runter. So, und rückwärts. So. Zurück. So. Und absetzen. Schweißperlen auf dem Kopf. Da haben wir das geschafft. So, schließen. Dann wollen wir am naheliegendsten Punkt hier starten. Ja, ich weiß, das ist nicht gut, durchzufahren. Da werde ich mir noch was überlegen. So, und macht er denn hier weiter? Sehr schön. Dann können wir jetzt anfangen, dass wir mal selber anfangen zu sehen. So, das ist oben. Wir klappen die gute Maschine mal aus. Wie sieht denn das Feld eigentlich aus? Okay. Habe ich überhaupt GPS? Habe ich sowas? Wie habe ich denn das nochmal aktiviert? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ich bin so lange draußen. Nee. Wie war denn nochmal GPS? So war GPS, genau. Und so haben wir das nochmal geöffnet. Wir müssen ein bisschen schräger werden. Das ist okay. Ey, Arbeitsbreite waren 4 Meter. 6? Nein. Gucken wir nochmal kurz nach. Was haben wir denn hier? Die haben wir. 4. 4,50. Mhm. 4,50 passt. Ja, dann werden wir mal loslegen. Zack, runter. An. Und wenn wir unsere erstes Vorgewende hier mal selber, ach, da brauchen wir gar keinen Links, da können wir auch so fahren. Das Vorgewende können wir auch so fahren. So, erstmal den Rand haben. Aber ich glaube, ich bin ja auch kein gelernter Landwirt. Vorgewende, das fährt man eigentlich gar nicht, oder? Oder ist das nur beim Mähen?
bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob man hier auf dem Vorgewende fährt. Könntest ja mal in die Kommentare schreiben, ob man mit dem Vorgewinde fährt bei Drillen oder nicht. Oder erstmal nur hoch und runter und dann einmal ringsrum. Aber wir sehen es ja dann. So, 14 km/h ist eigentlich ein gutes Tempo. Wir machen kein Vorgewinde, jetzt nur das an der Seite und fahren dann hoch und runter. Auch das sehen wir ja gleich. Ich glaube, wir fahren direkt hoch und runter. Das Vorgewinde machen wir später. Ja, dann heißt es ja auch nicht mehr Vorgewinde. Sagen wir oben und unten. Machen wir dann nochmal später separat. Das ist, glaube ich, auch bei unseren Bauern so. Die machen erst hoch und runter. Und dann, wo sie immer im Wendekreis, da wird es dann geändert. Und dann würde ich sagen, fahren wir bis hier vorne hin. So eine Breite hier noch haben. Und dann nehmen wir uns jetzt den Luxus des GPSs. So. So, da können wir auch direkt den Tempomaten reinschmeißen, das ist schön. Ja, was soll ich euch erzählen? Wir sind auf Sibasusum, wir pflanzen gerade Mais ein, dass wir bald in die Schweinefutterproduktion gehen, dass wir mit der Schweinemast richtig loslegen können. Dass man nicht immer nur Felder, Felder, Felder macht. Wir werden auch ein paar Wiesen, würde ich sagen, bald abmähen. Dass wir auch ein paar Schafe, die hat er auch auf dem Hof. Die brauchen ja, glaube ich, hier auch nicht allzu viel. Ich weiß nicht, ob es da was Spezielles gibt. Da müssen wir mal gucken, ob die irgendwas Spezielles haben. Das glaube ich aber nicht. Ansonsten werden wir ein paar Strohballen uns hinstellen, Heuballen. Schweine brauchen auch Stroh, da brauchen wir auch jede Menge Stroh. Da muss ich nochmal gucken, wo wir uns das lagern, weil er hat ja in einer, ich weiß, er hat, glaube ich, die Strohballen, hat er bei den Schafen teilweise mit drin. Und das Heu, die Silageballen hat er auch, ne? Da müssen wir mal gucken, ob das auch eingestellt wird, dass die Schafe hier auch Silageballen kriegen, weil ich weiß, er hat, glaube ich, die Silageballen für die Schafe und er hat aber auch Heuballen, bin ich mir sicher. So, da wollen wir gleich mal gucken. Gleich endet's hier. So. Dann heben wir das mal. Vor. Einmal zurück. Ah, wir hätten ein bisschen weiter gekonnt. Aber ist okay. Wieder senken. Dann machen wir das nachher nochmal selber. Und weiter geht die Fahrt. Hier an den guten Bauern Bürgrim sein Deutzfahr DX611. Sehr schön. Gucken wir mal. Wow. Also ich finde die Grafik echt gut. Ich habe es jetzt nicht auf hoch, weil ich will, dass das Spiel ein bisschen flüssiger läuft. Ich habe nicht die beste Grafikkarte. Ich habe eine GTX von MSI, eine 1060er mit 6 GB. Ihr wisst es, ist nicht die beste, aber sie läuft. Was will man mehr? Oh, Fenster sind schön auf. Können wir gleich mal gucken, was man noch hier so sonst machen kann. Wenn wir gleich wieder zurückfahren. So, oh, da haben wir aber auch schon ein bisschen was geschafft vom Feld. Das ist doch schön. So. Wir könnten eigentlich auch glatt fast jede zweite hier reinfahren. Wisst ihr, wie ich meine? Dass man immer eine auslässt und später wieder zurückfährt. Aber ach, wir lassen das jetzt so. Machen wir jetzt mal ein bisschen vorne. Eben. Und weiter geht's. So, dann können wir mal weiter, weiter, wenn wir IC anmachen. Jawohl, was können wir denn hier? Gibt es hier noch was? Ist das an der Decke? Nein. Seitenfenster? Nee. Okay, dann hat er gar nicht so viel. Das ist bestimmt die Tür. Ja, aber die lassen wir mal zu, lieber bei der Fahrt. So. Das können wir auch mal zumachen. Reicht, wenn wir Rückenwind haben.
unser anderer Helfer macht. Da können wir mal ganz kurz gucken gehen. Ah, der ist fast mit seinem Feld fertig. Das ist sehr schön. Ruhe. Und weiter geht's. Zack. So, ja, das Feld ist auch relativ groß. Da werden wir auch schön viel Mais runterhauen. Nicht, weil wir haben auch gar keinen, ne? Wir haben nichts, wo wir es irgendwie lagern können, den Mais. Den müssten wir vielleicht gleich verarbeiten. Was ist denn hier eigentlich? Ist das vielleicht sogar nicht das... Irgendwie ein Klärwerk? Kann man da Wasser reinkippen? Hm. Das ist auf jeden Fall zu kaufen. Das ist bestimmt unsere Futtermischanlage. Da müssen wir gleich mal gucken. Wenn wir mal hier fertig sind. So. Ein Graben, ein Graben. Da wollen wir nicht rein. So, und weiter geht's. Die nächste Spur. So, die Folge ist sogar schon wieder für den Freitag. Dann ist schon für euch wieder Wochenende. Ja, ich bin am Überlegen. Es kommt noch... Also, ihr habt das Infovideo wahrscheinlich schon gesehen. Das wird dann am Sonntag wahrscheinlich kommen. Also, nicht diesen Sonntag. Also, jetzt den Sonntag, der jetzt kommt. Nicht der Sonntag nach der Folge. Da werde ich mal über den neuen Sendeplan reden. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch das ja nochmal angucken und mir mal sagen, was ihr dazu sagt, wie ihr das am besten findet, welchen Sendeplan euch am besten gefallen würde. Guckt euch das Infovideo an. Dementsprechend weiß ich, was ihr wollt und wie ich den Sendeplan gestalten kann oder was euch am besten gefällt. Das würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall danke schon mal für eure Kommentare im Voraus. Ja, mehr gibt's gar nicht zu sagen. So, da haben wir gleich die nächste Reihe geschafft. Aber ein Ende ist noch nicht in Sicht, ne? So, da drehen wir uns gleich mal wieder. So, ihr seht, es ist 1.55 Uhr. Ich kann nicht schlafen. Es ist gefühlt immer noch 28 Grad, das Wasser läuft überall an einen runter. Man kann einfach nicht einschlafen. Deswegen wird derzeit noch aufgenommen für die kommende Woche. Es ist Freitag. Also für euch jetzt Wochenende, für mich auch. Ich habe für eine Woche im Voraus produziert. Ich will immer so eine Woche im Voraus haben, dass ich immer in der nächsten Woche nicht immer eine ganze Woche an einen Tag aufnehmen muss oder so. Dass ich immer ein bisschen Zeit habe. Hab ja auch Training, Spiele. Sonst gibt's Ärger mit dem Coach, wenn ich wieder Mist baue. Ja, sonst kann ich nichts anderes dazu sagen. So, wir haben 184.000 Euro. Ja, da können wir noch so ein bisschen was machen. So ein Nähdrescher oder an welchen Motor sind wir auch so knapp bei 150 dabei, wenn nicht sogar teurer. Können uns auch einen alten könnten wir uns auch holen, aber mit denen habe ich auch schon so oft gespielt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welchen Mähdrescher wir uns holen wollen, aber ich glaube, bis dahin haben wir schon einen gekauft. Ja, wir können es ja immer noch ändern. Ich bin ja für alles offen, ist ja nicht so, dass ich sage, ne, hab jetzt einen gekauft, machen wir nicht mehr. So, dann werden wir hier vorne gleich mal die Ecke einmal fertig machen, dann haben wir das auch schon. Ja, ich weiß. So, dann werden wir mal hier direkt rum. Dann gucken wir mal. Ach, hier ist auch eine Auffahrt, wo wir aufs Feld fahren können. Das ist gut zu wissen. So, dann werden wir einmal so lang fahren. Dann haben wir die Ecke auf jeden Fall fertig. So, runter mit dir. Nicht in Graben, nicht in Graben, nicht in Graben, nicht in Graben. Wir wollen nicht in Graben. Machen wir jetzt einmal hier noch schräg. Ich weiß, nicht die schöne englische Art, aber wir lernen. Wir sind lernfähig.
So, und dann werden wir. Ein Stück zurück, dass wir hier nicht so ganz so lange breite lassen. So, das reicht. So, aber damit endet die Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf nächste Woche, wo weitere 3 Folgen kommen. Oder 2, wie ihr es vielleicht mitbestimmt habt oder Kommentare dagelassen habt. Wir werden es sehen. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, Daumen nicht vergessen. Abonniert mich vielleicht. Ja, und dann sage ich auf Wiedersehen. Bis nächstes Mal bei Bürgerim LP. Let's play LS17. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.